112 Jahre, 112, europaweiter Notruf. Heute nächstes Highlight über unserer Jugendfeuerwehr. Wir starten um 12 Uhr. Kommt gucken, Gaffen ist ausdrücklich gewünscht, auch heute wieder. Ich hab's Esse ja mal die Reichweite des Mikros. Und gleich hier direkt neben die Maschine stellen, wird das schön. Und Aussetzer, alles klar. Ich stehe im Weg, ich bin auf Seite. Warte, ach so, jetzt, du warst ja. Jetzt kann der Funk durch. Wohl ein wenig rauchen und dementsprechend wird dann unsere Jugendfeuerwehr da zum Angriff vorgehen. Der Zündel hat aber dazu geführt, dass auch noch Personen vermisst werden, also wird sogar gleich noch eine Menschenrettung zu sehen geben. Das wird alles in diesem Bereich geschehen. Feuer entwickelt sich aber in der Regel auch weiter und dementsprechend wird es dann wohl auch gleich so sein, dass man eine sogenannte Riegelstellung aufbaut, damit der Hallenbereich geschützt wird. Das heißt, hierüber könnte es nass werden. Da wird gleich TRF stehen, aber ich glaube so am besten gucken ist dann entweder von da oder von da oben an der Bushaltestelle raus. Aber wie gesagt, wenn ihr Wasser mögt, bleibt gerne da. Alles gut. Nee, nass wird ja recht klare Rauchentwicklung, keine unklare Rauchentwicklung aus dem WC-Bereich, was auch immer die da wieder angestellt haben. Guck mal, den Knoten zu brennen, das müssen wir jetzt mal geben. Ja, klar, ja, der ist ja da noch drin. Sind noch drei Leute sind da noch drin, alles klar. Okay, dann schicken wir jetzt mal die Feuerwehr weg, sie bleiben hier. Wir sind die Leute nicht. Alles klar, wunderbar. Das ist auch noch ein Raum. Das ist nicht noch großartig verwinkelt. Alles klar, wunderbar. Das wissen wir gleich mal Bescheid. Ja, natürlich müssen wir. Aber Sie gehen nicht mehr da rein. Sie bleiben jetzt hier, weil der Rauch gefährlich ist. Sie bleiben hier, die Feuerwehr kommt jetzt. Die Feuerwehr ist alarmiert. Sie warten hier. Und wenn die Feuerwehr kommt, dann können Sie denen dann auch nochmal genau erzählen, was passiert. Ja? Für die Feuerwehr Saffig, genau genommen die Jugendfeuerwehr Saffig. Rauchentwicklung auf dem Dorfplatz, Peter-Friedhofen-Platz in Saffig. Ein Toilettenhaus ist in Flammen aufgegangen, drei Menschen werden vermisst. So, gleiches Spiel schon wie gestern, auch hier startet jetzt die Feuerwehr mit einem super langen Anfahrtsweg von der Rabiderstraße, nenne ich heute. Ja. Entschuldigung, Neustraße. Ja, danke. Das Hundesloch. So. Kenn ich unter Neustraße nicht.
Stefan Mikro her. Der Gruppenführerin hat auch den Einsatzbefehl schon parat. Sie hat nämlich die Lage schon erkundet. Solange rauchen wir noch Kopf und Sachen wollen, Fettchen für das Lage des Anteilers, haben wir den richtigen Freude für das Entnahmetag. Also es folgt zur Menschenrettung mit Erdbeeren und Seebohr. So ist die Freude, die man auf dem Platz hat. So, genau so läuft es nämlich. Laut Feuerwehrdienstvorschrift Nummer 3, da gibt es dementsprechend nämlich eine genaue Ordnung, wie sowas abzulaufen hat. Die Gruppenführerin hat jetzt ihre Mannschaft erstmal über die Lage informiert, hat gesagt, wo der sogenannte Verteiler zu liegen hat, von dem aus das Wasser dann weitergeleitet wird und dass dann dementsprechend der B-Schlauch ordentlich verlegt wird. Der Angriffsgruppe bereitet jetzt auch seinen Einsatz dementsprechend vor. Und die Leni macht jetzt auch schon dementsprechend weiter. Die verteilt jetzt die Befehle Trupp für Trupp. Und jeder Trupp wiederholt auch das angekommen ist, was sie gemacht haben möchte. So, wir sehen jetzt hier den Alexander Servas und die Theresa Lai, die machen den Angriffsgruppe. Die werden da gleich. Theresa hat das Arrasch fürs erste Morgen gefordert. Atemschutz geht niemals ohne Wasser in den verrauchten Bereich, weil Eigenschutz geht immer vor. Und dementsprechend werden die zwei jetzt die nächste Reihe vorgehen. Dann haben wir hier schon eine sogenannte Zweimittelbestellung von der Amy und vom Schiff. Die Frage jetzt von außen schon dafür sorgen, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten kann an der Stelle. So, jetzt ist er mal reingegangen, wird aber kontrolliert, das Feuer muss ja auch gelöscht werden dementsprechend. Und von der Vorgehensweise kommt immer erst die Menschenrettung und danach wird auch erst Feuer ausgebracht. Dass am Verteiler auch eine sogenannte Sicherheitsdrucktasche bereitsteht. Das heißt, wir sorgen natürlich auch immer für unseren Eigenschutz, ne? Dass wenn dem Angriffsdruck etwas passieren sollte, auch da direkt eingegriffen werden kann. Und wird noch ein bisschen Spoiler, fehlt nämlich noch das Wasser zum Einspeisen. Momentan arbeiten wir hier mit Wasser aus dem Tank. Und jetzt ist auch dementsprechend die Wasserversorgung von TSF von der Pumpe dementsprechend an das TLF erfasst. Kommen wir mit unserem Tank schon kleine Zimmerbrände oder so und so die Sachen sind da schon machbar und dementsprechend brauchen wir auch Mittel, wie man dazu denkt. Das Feuer hat sich so ausgebreitet, dass man sauber das Trampolin hat. Das wäre jetzt aber sehr fatal, wenn wir heute Nachmittag zu sprengen kein Trampolin mehr hätten. Da muss aber jetzt dringend was passieren an der Stelle. Frau Gruppenführerin. Also wir sehen hier vorne von der Ecke und von Tim. Ja, jetzt wird spannend. Ja. Was passiert denn hier? Ganz vielen Dankeschön für euch, dass ihr ein bisschen Interesse daran zeigt. Ich bin hier nur unbedingt Jugendpartner und Jugendpartner, ihr habt das echt spitzenmäßig gemacht und wir freuen uns an euch dann auch heute noch mal mit uns feiert. Ihr seid sehr, sehr herzlich willkommen.